Das hat mich sehr verletzt, dass die Leute mir das nicht geglaubt haben, dass die Schmerzen wirklich da sind. Und wir waren bei vielen Ärzten, aber niemand hat das irgendwie, ist auf die Idee gekommen, dass es Endometriose sein könnte. Hey, ich bin Iris vom Funkformat Hand drauf. Das ist ein Format von gehörlosen Menschen für gehörlose Menschen. Heute bin ich aber für Ultraviolett Stories unterwegs, weil ich mich mit dem Thema Endometriose beschäftigt habe. Ich treffe gleich Pauline. Sie hat letztes Jahr die Diagnose Endometriose bekommen. Ich bin Pauline. Morgen begleiten wir Pauline Willst du zu gleich mit einer reinkommen? neuen Gynäkologin. Wird sie ihr helfen können, schmerzfrei zu leben? Eine offizielle Gebärde für Endometriose gibt es noch nicht, weil es noch nicht so bekannt in der DEV-Community ist. Aber da wir heute darüber viel sprechen werden, gebärden wir Endometriose so, quasi wie die Eierstöcke und dann noch nach oben. Eben weil Endometriose ja im ganzen Körper auftreten kann. Wie hast du die Diagnose Endometriose bekommen? Im vergangenen Jahr im Sommer ging es mir plötzlich ganz schlecht. Ich hatte wieder extreme Krämpfe von jetzt auf gleich. Ich konnte kaum laufen und dann habe ich meine Mitbewohnerin angerufen, ob sie mit mir ins Krankenhaus fährt. Und dann sind wir dort nachts um 23 Uhr in die Notaufnahme. Die haben dort festgestellt, dass sehr viel Flüssigkeit im Bauch ist und haben dann erstmals das geäußert, also da fiel so erstmals der Begriff, es könnte vielleicht Endometriose sein. Sie haben mich dann trotzdem entlassen mit Schmerzen. Sie haben gesagt, sie können da jetzt nichts tun. Und ich bin dann am nächsten Morgen direkt zu meiner eigenen Frauenärztin. Und die hat dann direkt eine Überweisung ausgestellt für ein Endometriosezentrum. Was hast du für Symptome? Ich hatte von Anfang an eine sehr, sehr lange Periode, immer 5 bis 7 Tage und einen sehr, sehr unregelmäßigen Zyklus von irgendwie 2 Wochen Periode, dann gar nicht, irgendwie Monate, dann plötzlich wieder. Und auch von Anfang an hatte ich sehr, sehr starke Schmerzen. Als du die Diagnose Endometriose bekommen hast, wie war das für dich? Im ersten Moment war ich sehr erleichtert. Das habe ich mir nicht eingebildet, sondern ich habe jetzt schwarz auf weiß, hey, das ist es. Und erst so nach ein paar Tagen dann so die Unsicherheit, was mache ich jetzt eigentlich? Wie geht's weiter? Endometriose ist eine Krankheit, bei der Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter wächst. Dadurch können Zysten und Entzündungen entstehen. Meistens haben Betroffene sehr starke Schmerzen, vor allem während sie ihre Periode haben. Das liegt daran, dass sich das Gewebe wie Gebärmutterschleimhaut verhält, also auch während der Menstruation blutet, zum Beispiel in den Bauchraum hinein. Dadurch kann es zu Vernarbungen an Organen kommen. Weitere Symptome sind unter anderem Schmerzen, wenn etwas in die Vagina eingeführt wird, Schmerzen oder Blutung beim Toilettengang oder ungewollte Kinderlosigkeit. Als du diese Schmerzen hattest, was dachtest du, woher die kommen? Für mich war das normal. Ich dachte, es ist einfach so und damit muss ich dann irgendwie leben. Mit der Zeit, als ich gemerkt habe, es gibt auch Frauen, die überhaupt keine Probleme haben während der Periode, habe ich angefangen, ja, das zu hinterfragen, woher das kommt. Wie haben deine GynäkologInnen reagiert, wenn du deine Symptome geschildert hast? Ich habe schon immer beim Frauenarzt auch erzählt, von den Schmerzen und den Symptomen allgemein. Tatsächlich habe ich das Gefühl, es wurde nie so richtig darauf eingegangen. Man fühlt sich da sehr hilflos, so als junge Frau alleine. Bei einer OP im Sommer 2021 wurden bei Pauline Endometrioseherde im Bauchraum und an der Blase entfernt. Wegen Fehlbildungen mussten außerdem ein Teil der Gebärmutter und Eileiter entnommen werden. Du wurdest ja operiert. Hast du noch Symptome? Ja, ich habe auch tatsächlich nach der Operation noch Symptome. Es ist durch die Hormone, die ich nehme, etwas besser, weil ich jetzt keine Regelblutung mehr bekomme. Das ist schon eine Erleichterung, dass man nicht mehr diese 7 Tage im Monat hat, wo wirklich gar nichts geht. Aber trotzdem sind diese Krämpfe, die plötzlich kommen, die sind weiterhin da. Du hast morgen einen Termin bei Frau Dr. Mechsner. Was erhoffst du dir davon? Frau Dr. Mexner ist ja die führende
ja, Frauenärztin oder ja, Wissenschaftlerin, die in dem Bereich aktiv ist. Und dann war so das Bedürfnis, nochmal quasi mit der Profi nochmal drüber zu sprechen, was sie sagt, was sie empfiehlt. Und ich hatte auch das Gefühl nach der Operation, dass dann das so ein bisschen abgeschlossen war für das Endometriosezentrum. Ich weiß nicht, ob die auch Beratungen darüber hinaus angeboten hätten, aber es hat sich für mich eher angefühlt wie, wir haben es gemacht, du hast jetzt deine Diagnose und deinen Bericht und für alles Weitere musst du mit wem anders Kontakt aufnehmen. Morgen werden wir Pauline bei der Ärztin wieder treffen. Wird Frau Dr. Mechsner ihr helfen können? Viele Frauen werden von ihren Ärztinnen nicht ernst genommen und bekommen zu hören, dass Schmerzen eben zur Periode dazugehören. Wie ist das, wenn man im Gesundheitssystem noch weitere Barrieren überwinden muss? Das möchte ich von Steff und Laura wissen. Sie sind seit 2,5 Jahren ein Paar, gehörlos und leiden beide an Endometriose. Hallo Steff, hallo Laura. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid beide taub. Wie hat das euren Weg zur Diagnose beeinflusst? Es wird ja auch viel mit Fachbegriffen kommuniziert. Ich bekomme nur einfache oder wenige Fragen gestellt, wie zum Beispiel, hast du Schmerzen? Für umfangreiche Erklärungen nehmen sich die Ärzte meist keine Zeit, sondern schreiben es nur in kurzen Sätzen und oberflächlich auf. Ich hatte einen kleinen Vorteil. Meine Eltern sind beide hörend und während meiner Notbehandlung sind beide so schnell wie sie konnten gekommen und haben die meiste Kommunikation übernommen und auch für mich übersetzt. Wenn meine Eltern nicht da gewesen wären, wäre es viel härter für mich gewesen, da ich benommen war und mich noch hätte um die Kommunikation, die Inhalte und vieles mehr kümmern müssen. Gibt es etwas, das ihr euch vom Gesundheitssystem wünscht? Für mich ist noch sehr wichtig, vor allem bei FrauenärztInnen, dass sie bei einem Verdacht auf starken Schmerzen oder wenn mit der Periode etwas nicht stimmt, dass sie die Patientinnen sofort zu einer auf Endometriose spezialisierten Klinik überweisen. Wenn man dort dann keine Endometriose feststellt, auch gut. Kennt ihr jemanden, der von Endometriose betroffen ist oder seid ihr es sogar selber? Erzählt uns von euren Erfahrungen in den Kommentaren. Dr. Silvia Mechsner ist die Leiterin des Endometriosezentrums der Charité in Berlin. Pauline hat gleich einen Termin bei ihr. Ich darf ihr vorher ein paar Fragen stellen. Warum dauert es immer noch so lange, bis Endometriose diagnostiziert wird? Das ist eine gute Frage. Und das ist sicherlich vielschichtig, weil sehr viele Frauen haben Menstruationsbeschwerden. Und es ist sehr verankert in der Gesellschaft, dass das etwas Normales sein soll. Und deswegen achten am Anfang viele Frauenärzte, aber auch das Umfeld nicht wirklich darauf, ne? Weil das wird dann so abgetan. Die jungen Frauen berichten, ich habe so Regelschmerzen und dann heißt es, es ist normal, wart mal ab, musst du mit leben und so weiter. Welche Folgen hat das für die Betroffenen? Wir reden ja hier von Schmerzen, die man mit Geburtsschmerzen vergleichen kann. Ne? Zum Teil haben ja dann die Frauen auch Befunde, die die Organe richtig kaputt machen. Darmveränderungen, Darmendometriose oder Blasenendometriose, wo es dann auch zu großen Operationen kommen muss. Und ein ganz großes Thema ist natürlich der chronische Schmerz. Also diese vielen Jahre Schmerzen, die das bedeutet, ja, wenn eine Frau ihre typischen zyklischen Schmerzen hat, dann geben die meisten an, dass sie Schmerzmittel über 2 bis 5 Tage nehmen müssen. Wenn man das zusammenrechnet über die Jahre, dann sind das wirklich Jahre der Schmerzen. Stimmt es, dass Endometriose nur durch eine Operation nachgewiesen werden kann? Genau, damit bin ich auch aufgewachsen und das ist auch sicherlich so ein Punkt, der dazu geführt hat, dass so gerade Ärzte in der Niederlassung oft gesagt haben, naja, kann man ja so nicht sehen, kann man nur durch die Bauchspiegelung wirklich diagnostizieren. Heutzutage haben wir sehr gute Möglichkeiten mit dem Ultraschall, tatsächlich zu lernen, zu sehen, verschieben sich die Organe, liegen vielleicht Verklebungen vor. Welche Rolle spielt das Geschlecht dabei, dass Endometriose so unbekannt ist? Also ich bin ganz sicher, wenn Endometriose auch Männer betreffen würde, dann hätten wir eine ganz klare Regelung, weil ja in vielen Gremien hauptsächlich Männer sitzen, die eben auch Entscheidungsträger sind. Und Menstruationsschmerzen oder Schmerzen ist für Männer oft ja gar kein Thema.
Obwohl Endometriose stark verbreitet ist, weiß man wenig über die Krankheit. Das liegt unter anderem daran, dass kaum Forschungsgelder bereitgestellt werden. In der letzten Legislaturperiode fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung kein einziges Forschungsprojekt zu Endometriose. Nun ist es endlich soweit. Pauline hat ihren Termin bei Frau Dr. Mechsner. Sie wird von ihrer Mutter begleitet. Hallo erstmal. Also, hallo. Herzlich willkommen. Mechsner ist mein Name. Was kann ich denn für Sie tun? Ich komme her mit schon einer Diagnose aus dem vergangenen Sommer und jetzt mit vielen Fragen im Gepäck. Auf so einer Skala von 0 bis 10. Bei 10 liegt man schreiend am Boden. Wie waren die Regelschmerzen? Ich würde sagen 7. Schon ordentlich? Schon ordentlich, das heißt, Sie mussten auch im Bett liegen? Ja. Wie ist es mit Geschlechtsverkehr, wenn ich fragen darf? Ist es schmerzhaft? Ja. Haben Sie denn mal früher dann die Pillenpräparate oder Ähnliches bekommen? Ja, relativ früh. Weil der Zyklus sehr unregelmäßig war, sehr unplanbar und der Gynäkologe gesagt hat, naja, damit könnte man zumindest planen, wann es kommt. Mhm. Wie haben Sie die denn genommen? 3 Wochen genommen und 3 Wochen und eine Woche Pause, ja. Das macht ja aber gar keinen Sinn, ehrlich gesagt. Also wenn man, dann nimmt man die durch. Also 1, 2, 3, 4 Endometrioseherde. Alle vorbeschriebenen Endometrioseherde entfernt, das ist schon mal gut. Na gut, dann untersuchen wir sie alles mal. Alles klar. Dann ziehe ich mich doch noch einmal an. Ja, mache ich sowieso. Sie versuchen zu entspannen. Ja. Und ich taste. Das, okay, das ist schon so schmerzhaft. Ja. Ne? Das ist aber, gucken Sie mich mal an, ja, das ist Ihr Beckenboden. Ja. Ich zeige Ihnen das gleich auf dem Bild. Der ist total verspannt. Aua. Kommen Sie mal weiter wieder runter. Ja. Aua. Und das tut auch weh. Ja. Mhm. Ja, es ist sehr unangenehm. Ja, ich taste da auch noch was. Da ist noch ein Knoten. Dann dürfen Sie jetzt wieder runterkommen. Es ist jetzt blöd eigentlich, dass Sie ja gerade operiert worden sind. Ne? Ja. Also ich würde jetzt nicht unbedingt eine OP machen wollen, nur um diesen Knoten da wegzunehmen. Allerdings macht er Ihnen ja Schmerzen. Sie sind ja unter einer Hormontherapie und haben super starke Schmerzen. Also das muss man dann eben auch ein bisschen abwägen nochmal. Wir haben jetzt schon festgestellt, auf der visuellen Analogskala 7 bis 8, ja, das sind ja Schmerzen. Ne, wir überlegen ja hier mit der visuellen Analogie. Bei 10 möchte man quasi aus dem Fenster springen. 7, 8, 9 sind schon starke Schmerzen. So, das heißt, das sind Schmerzen, die tatsächlich vom Rückenmark als auch bedrohliche Schmerzen wahrgenommen werden. Wenn es jetzt immer wieder kommt, dann im Gegenteil setzt es den Körper immer mehr in Alarmbereitschaft. Weil es könnte ja auch der Blinddarm sein oder andere schlimme Schmerzen, die lebensbedrohlich sind. Und das hat das genaue Gegenteil zum Effekt, nämlich dass das Schmerzfeld weiter erweitert wird. Schmerzen beim Wasserlassen, Stuhlgang dazukommen, möglicherweise auch natürlich, bei manchen reagiert der Darm über und die haben zyklische Durchfälle, andere haben eher Verstopfung. Und man sucht ja eine Fehlhaltung, eine Schonhaltung und verkrampft immer mehr mit dem Beckenboden. Das heißt, und die Schmerzschwelle sinkt immer mehr, weil ich habe jetzt nicht doll gedrückt bei Ihnen. Und das tut Ihnen aber weh. Das heißt, Ihre Schmerzschwelle ist ganz, ganz, ganz niedrig. Wir müssen die Hormone optimieren, ne? Dann Analgetika, also Schmerzmittel. Die sollen Sie auch frühzeitig mitnehmen, nicht warten, bis schlimme Schmerzen sind, weil man im Prinzip viel, viel mehr Schmerzmittel braucht, als wenn man es gleich nimmt. Okay, weil ich bin eher immer Typ warten. Genau, total falsch. Lieber gering dosiert und dann lieber nochmal was nachnehmen. Was auch toll ist, ist Aquafitness mit so einem Gürtel einfach nur im Wasser wie so ein Korken schwimmen. Dann schwimmen die Organe hoch, der Beckenboden wird entlastet und einfach nur walken und bewegen. Oder sich so einen Ball besorgen, wo man mit dem, oder Hula Hoop auch in beide Richtungen mit dem Ring. Wie fühlst du dich nach dem Termin?
Ich bin tatsächlich sehr irgendwie glücklich. Es war ein richtig, richtig guter Termin, also richtig viele, viele Infos, aber auch so irgendwie, ich habe mich total verstanden gefühlt und ich glaube, so jetzt habe ich das Gefühl, ich habe einen Plan, wie es weitergehen kann. Ich finde es krass, dass es immer noch so viel Unwissenheit zum Thema Endometriose gibt, obwohl die Krankheit so weit verbreitet ist. Viele der Frauen, mit denen die Redaktion und ich gesprochen haben, mussten Jahre voller Schmerzen und Ungewissheit aushalten, bevor sie eine Diagnose bekommen haben. Für Menschen, die noch weitere Hürden überwinden müssen, weil sie zum Beispiel gehörlos sind oder nur barrierefreie Praxen besuchen können, ist die Situation noch mal schwieriger. Hier findet ihr ein Video darüber, wie Städte sicherer für Frauen werden können. Und hier bei True Doku erzählt Anna ihre Geschichte. Sie sitzt wegen ihrer Endometriose-Erkrankung im Rollstuhl. Wenn ihr noch mehr Ultraviolett-Stories sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal.